Guten Tag, hat er gesagt. So, wollen wir versuchen, den irgendwie, ja, aufzustellen. Den Houston da, ne? Jetzt haben wir den ja relativ gut vorwärts gezogen. Und jetzt könnte es vielleicht eventuell klappen. Weiß nicht, ob ich sogar so mache. Gucken wir mal. Also kann er mich wenigstens nie umkippen. Da geht aber auch gar nichts, ne? Oder ziehe ich den noch ein Stück vorwärts um die Ecke? Wenn wir selber hier festgefahren. Ich glaube, ich ziehe den hier noch ein bisschen weiter nach vorne. Den Lümmel. So. Ja. Und am besten mit Schwung, pass mal auf, das sieht nämlich hier jetzt so ganz schwungmäßig aus. Kawusch. Oh, total. Ja, das dachte ich jetzt, das nimmt richtig Speed auf, aber irgendwie. Gar nichts. So ein Leichtgewicht. Naja, der kann ruhig so ein bisschen jetzt da diese Richtung wegkippen. Weil der fällt der ja in die Neigung rein, ne? Genau. Am besten jetzt hier noch so ein bisschen. Kriegen wir hin, ey. Nur Mut. Oh, er will ja kippen, ne? Aber er traut sich noch nicht so. Doch, ja, ne, ich glaube, wenn ich den Arsch jetzt ein bisschen weiter rumziehe. Ja, lass mal probieren, den Arsch ein bisschen weiter rumzuziehen. Den hier. Ah, oh, ist aber auch nicht leicht mit so einem Leichtgewicht da. Versuchen hier den Fetten hier irgendwie zu ziehen, ne? Ja, guck mal, ne? Aha. Ja, das sollte doch jetzt was werden, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Ja. Tim. Neo. Boah. 500 Jahre und gar kein Spaß. Naja. So ist das manchmal, ne? Aber sonst wäre eben auch ein bisschen ja, doof gewesen. Sag mal, dem mit den mit dem Heckantrieb da durch, das wäre auch richtig komplett für den Arsch. Wir brauchen schon Allrad. Und dann ein bisschen Action hier auf jeden Fall. Aber nicht zu viel Action, ne? Nicht wieder umfallen oder so, ne?
So eine komische Sache. Deswegen, jetzt muss ich mich konzentrieren. Auf jeden Fall noch eine kleine Nachkrankung. Eine ganz kleine. So, jetzt wird es ja hier auch schon mal wieder interessant, ne? Nur eine leichte Kippung. Ups, aus Versehen rausgenommen. So, aber geht. Sehr schön. Genau. Wo willst du denn denn? So. Schon mal hier, aber ich wollte die Brücke im Hintergrund haben. Genau. Mit überhaupt Sinn macht. Und das ist ja auch für ein Arsch, ne? So, aufi. Und dann hoffen wir, dass der Manfred richtig doll und richtig schön recht hat. Hier ist er jetzt auch so eine. Eieieiei. Kippe ich jetzt so rein? Warum willst du das denn auch so machen, oder? Guck mal, da ist doch relativ schön da gerade, du Eierkopf. Kann ich da auch hier entlang fahren? Das ist jetzt nicht zu schräg. Der Stein wird jetzt nicht zu durchstören. Ich weiß nicht, wie das da oben aussieht. Ja, eh denn gleich dann wieder rechts, ne? Ja, oder hier so lang, ne? Hier sehe ich mal durch. Ich sehe den Hügel als. Ja. Haben wir nur noch mit. Ja. Ja, der war okay. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich da rumgefahren wäre. Weg hier oben irgendwie. Nee, das wäre nicht so cool. Ah, sind wir schon einen guten Weg gefahren. Ja, muss man nur mal erst gucken. Ja, die ganze Straße lesen. Da ist ein Anhänger auf jeden Fall. Ein dicker, fetter Service-Anhänger. Dann zu Aufgaben. So, und dann geht es ja immer rüber. Und dann müssen wir auf jeden Fall hoffentlich gleich die unsere Garage finden. So. Und ich glaube, da ist sie gleich. Oder? Er sagt ja gar nichts. Wohnbereich, Wohnbereich. Ah ja, da ist ein Schild. Gerade zu der Garage. Ja, das sollte hier ja ein leichtes sein, da hinzukommen. Naja, zum Glück ist das hier nicht nur. Das geht alle Male. Dude. Oh, Gott sei Dank. Und wir haben nämlich noch den nächsten Punkt auf der Tagesordnung, das mit den
Turm da, ne? Geil. So, Trucklager. Und wir würden das, wollte ich wirklich mit den Tatterien machen. Guck mal, hier ist ein Anhängershop gleich. Hier sieht es schon mal ganz cool aus. Wir haben jetzt hier nichts in der Nähe, dass wir sagen können, okay. Doch der denn. Irgendein Türmchen ist hier in der Nähe. Ich hoffe, wir kommen da so jetzt ran. Am Türmchen. Ich weiß jetzt nicht so richtig. Ich habe den noch nicht mal gesehen, verdammte Axt. Wo ist der blöde Turm? Ja, hier ist das. Nee, hier komme ich ja so. Weiß nicht, ob das hier. Nee. Ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, wenn wir hier jetzt sagen, okay, ich mache das Ganze mit diesem Anhänger. Ah, ich habe den Service-Anhänger ja auch noch vergessen. Nein, ich habe den Anhänger vergessen. Aber ich kann versuchen. Nee, kann ich. Ja, nee, beide kriege ich nicht. Ach, shit. Den kann ich ja. Unser Heckantrieb gesteuertes Auto. Unser Wendekipplader. Alter Schwede, das ging aber schnell. Diese Leitplanken sind aber auch des Todes, ne? Da darfst du ja gar nichts mitmachen. Und nichts, den macht dann schon alte Marsch. Wie viele Meter bis hier fahren? 3. Und dann war kaputt. Genau. Aber mit den Turm will ich noch. Die Lichtverhältnisse machen mir ein bisschen Sorgen. Und ich kann es ehrlich sagen, die wir hier gleich haben werden. Aber vielleicht, eventuell, mit unter anderem auch, sollten wir es noch schaffen. Ich habe zumindest Mut. Heute scheint wohl nicht allzu viel schief zu laufen, zumindest nicht so wie letztes Mal. Hier gibt es auch noch so einen Weg lang. Ich weiß aber nicht wozu. Ne, gibt es gar keinen Weg lang. Gibt wahrscheinlich hier denn nur die Abkürzung. Meinst du, ich kann die abkürzen? Klar. Hier ist das so ein Fahrtweg. Klar ist das eine Abkürzung. So, und wo war ich das letzte Mal lang gefahren hier? So dahinter, ne? Dann habe ich diesmal gesagt, ich versuche von hier ranzufahren. Diesmal versuchen wir so irgendwie ranzukommen. Gucken wir mal. Also das hier. Ja, wird ein ganz komischer Weg sein, den ich gerade. Oh Mann, ey. Viel zu spät, ey. Was machst du denn da? Gewesen, Toni. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was aufzudecken beim nächsten Mal.
Ich möchte mal wissen, warum der Lachsberg heißt, weil er aussieht wie ein Lachs oder wenn dann See ist, wo oder ein geiler Fluss ist, wo man schön Lachs fangen kann oder so. Ist Lachs überhaupt ein Flussfisch? Ja, ne? Ich kenne mich da auch gar nicht aus. Also eine Sardine gibt es im Meer, nicht im Fluss. Das weiß ich. Eine Forelle ist auch ein Flussfisch. Das weiß ich auch. So. Ein Karpfen und so, ne? Aber im Lachs bin ich gar nicht mal so sicher. Lachs ist bestimmt so ein Fisch, den es überall gibt. Also nicht überall, aber der im Fluss oder weißt du, wie so ein Krokodil. Gibt ja auch so seltene Sachen, habe ich letztes Mal gesehen. Da trifft Krokodil auf Hai. Aber der Hai ist so schnell für Krokodil. Der Krokodil ist so hart für den Hai. Aber was nicht so hart ist für ein Krokodil oder für einen Alligator, ist für den Jaguar. Oder Leopard, ne? Die beißen sich da richtig durch, die gehen ja richtig jagen, die schwimmen da auch drin. Im Wasser und holen sich die Beute in dem Fall, ne? Deswegen, es gibt da seltene Fälle, wo die Predatoren, ne, dann selber die Gejagten auch sind. So, kommen wir hier denn durch irgendwie gefahren oder? Naja, so wie ich weiß, haben wir ja todeskrasse. Also richtig krasse Bäume, Äste hier. Da sollte man nicht allzu viel lang machen. Hier bricht es ein? Ne, hier bricht gar nichts ein. Oh, die Aufgabe hatte ich noch nie? Ne. Dann nehme ich mir die erstmal. Scout-Tankaufhänger, wo ist der denn? Da? Wo soll der hin? Oh, da hinten. Das ist natürlich eine tolle Sache. Ich wollte jetzt hier von der anderen Seite. Guck mal, da oben ist der Turm. Falls ihr den gerade gesehen habt. Wir wollten jetzt mit denen ja von der anderen Seite komplett angreifen. Da ist halt eine übelste Bergkette. Oh ja, hier geht's auf jeden Fall auch nach oben. Bin ich mal gespannt hier auf das Ganze. Ist das nicht die gleiche Steinkette? Hä? Oh. Auf jeden Fall die gleiche. Diese Seitwärtsrutschung, ne? Das ist für die Fahrzeuge viel zu viel. Ah, hier wird es ein bisschen auch eisig sein hier drauf. Ne, ich bin ja jetzt hier genau die gleiche. Ja, ist jetzt erstmal egal. Okay, ich komme nirgendwo dran. Okay.
Ja, das sind sie wieder meine 80 Probleme, ne? Oh, das ist, dieses Unternehmen ist zum Scheitern verurteilt hier. Ist einfach so, ne? Und diese Musik soll zwar voll beruhigen, aber... So, da beruhigt es ja nicht. Ja, komm ich jetzt hier irgendwie nah ran? Weißt du, dann können wir vielleicht jetzt hier den gleich runterkippen. Aber ich habe die Befürchtung, dass der wieder zu fett ist. Aber doch. Aber hier auch mega viele Äste im Weg sind, ne? Und ich da vielleicht ja nicht rauskomme. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir hier... Geht doch schlecht hin mittlerweile. Nein, jetzt kippt ja schon wieder in die Richtung. Oh. Er will mich einfach nur verarschen, glaube ich. Ja, das ist eben schade, dass der nicht ausblenden kann, das richtig. Ich weiß noch nicht, ob wir einfach sagen, wir machen hier nach oben und dann ist gut. Ich sehe auch nichts, also jetzt nicht so, dass das total geil ist und total Spaß macht hier. Weil ich selber gar nichts sehe. Vielleicht kommen wir hier ja durch. Komischerweise haben wir hier keine Todesäste. Wenn ich jetzt von hier oben an den Rand kippen kann, dann mag ich das. Okay. Verrückt. Naja, dann scheinen wir da irgendwie doch geschissen zu kriegen. Oh Mann, ey. Also Spaß hat es nicht gemacht, hier ranzukommen, ey. Lange Fahrt, kurze Fahrt. Sehr schön. Gut. Sonst so leider nichts. Keine weiteren Upgrades hier gefunden. Weiß ja nicht, wie viel es hier gibt, aber. Ein paar wird es noch geben. Hier oben haben wir auch noch einen. Den sollte ich auch irgendwie erreichen. Aber das auf jeden Fall, ja, ich will nicht versprechen zum nächsten Mal, aber die nächsten Male. Auf jeden Fall, das haben wir schon mal geschafft. Jetzt sind wir auch beim großen Lachsberg. Alles gut. Haben wir uns irgendwie doch durchgekämpft. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen entspannten noch und bis zum nächsten Mal. Ciao.